Willkommen zu Part 21 von Rome 2 Total War mit dem Königreich Pontus. Hier ist wieder Fabi. Und letztes Mal haben wir hier Trapezus eingenommen von Kolchis. Wir kämpfen für Leider kann Rom, sich diese mein Armee Herr. jetzt nicht mehr bewegen nach dieser Stadtbelagerung, aber wir haben einen Level für den General gekriegt. Schon viel Hingabe. Der müsste mal noch ein bisschen List kriegen, vielleicht. So. Und nachdem wir uns jetzt mit dem Bündnis, beziehungsweise ich mich mit dem Bündnissystem jetzt so verzettelt habe, mehr oder weniger, habe ich jetzt das Problem, dass meine einzige Möglichkeit darin besteht, mich hier ums Schwarze Meer weiter auszudehnen. Oder halt hier dann Richtung Osten. Weil Richtung Süden ist der Weg eigentlich dicht, da ich hier mit Ägypten und Nabatäa verbündet bin. Kolchis hat hier noch eine Flotte rumstehen, die kann aber nix. Und ich hätte jetzt eigentlich noch große Lust, dann Die in der nächsten Kammerherren Runde euch hier befehlen. die Seleukiden endgültig zu versenken. Dann muss ich hier nochmal schauen. Mein Herr! Du musst noch ein bisschen was rekrutieren. Nämlich die hier, die sind richtig Kommt, gut. schließt euch unseren Rängen an. So, dann muss ich nochmal hier unten gucken. Da steht irgendwo noch ein Spion, genau hier. Alle Menschen müssen dienen. Du guckst mal hier noch ein bisschen Poseidon, weiter. leite mich. Geil, Ich gleich. bin Ne, das ist dabei, eine euch zu Nebensiedlung. Das ist dienen. eine Provinzhauptstadt. Okay. Was kommt hier Zu noch? den Säulen des Herakles, wenn er es wünscht. Das gehört schon Pattawa, okay. Das gehört auch noch Atropatene. Die haben sich aber extrem ausgedehnt. Das gehört auch Atropatene. Das ist ja Wahnsinn. Eure Befehle. Der Region fehlt mir auch mal noch eine Kaserne. Definitiv. Und wir müssen noch was erforschen. Da ich im Militär jetzt schon ziemlich viel geforscht habe und die Düngung mal interessant wäre, erforschen wir mal das hier. Wie hoch ist eigentlich unsere Forschungsrate? 133%. Könnte ein bisschen mehr sein, aber ist okay. Und hier hatte ich alles umgebaut. Ja. Gucken wir einfach mal die nächste Runde. Gucken wir mal, was Kolchis so vorhaben wird. Ob die sich trauen, uns anzugreifen. Ach, und jetzt landen sie mit ihrer Armee. Und zwar bei Zypern. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieger am schwersten fällt. Frieden. Es ist ein ehrbares Angebot an einen ehrbaren Feind. Ja, die. Also die bieten mir jetzt den Frieden an. Eigentlich habe ich ja auch wirklich wenig Intention, gegen die zu kämpfen. Deswegen, pass auf, für 2000 Talente können wir Frieden machen. Gut. Ich bin ja Götter auch nur werden wegen zufrieden auf unsere Bithysien diesem Krieg Vereinbarung überhaupt herabsehen. beigetreten. Habe ich ja zweimal abkassiert. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt gegen die weiterzukämpfen. Die ziehen sich zurück von meinem Gebiet. Ah, und die haben jetzt die Seleukiden vernichtet, die Zyprioten. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Warum wende ich mich da ab, weil ich einem Krieg gegen Makedonien auf keinen Fall beitreten werde? Das können wir auch mal angucken. Makedonien. Kann ich jetzt nicht angucken. Das ist blöd.
Der Makedonien ist hier mit allen verbündet und gut gestellt und weiß der Geier deswegen. Nee. Aber dass Syrakus immer noch existiert, das wundert mich, dass die nicht vernichtet werden. Aber ich werde euch in keiner Weise mehr unterstützen. Ja. Mission erfolgreich. Welche Missionen waren da erfolgreich? Unterhaltet 60 Einheiten. Okay. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die überhaupt erfüllt habe. In Veniam Viam. Ich werde einen Weg finden. Okay. Liebter Herrscher, gefürchteter Bezwinger, Erbauer von Städten, Zerstörer von Zivilisationen. Es gibt viele Wege zum Ruhm. Welchen werdet ihr wählen? Haltet mindestens eine Siedlung in 11 einzelnen Provinzen. Bringt mir 7.500 Talente. Also eine Trapezos ist eine Flut? Oh nee, hat alle Gebäude zerstört. Ach, Menno, Gemeinheit. Dafür ist das Gehöft fertig und der Militärhafen. Wir haben dick rekrutiert. Zypern, gut, die ziehen sich aber wieder zurück. Mesopotamien ist unzufrieden. Das ist mir egal. Die Seleukiden sind vernichtet. Syrien, aber die Bevölkerung in der Syria ist motiviert. Das ist auch gut. Bithynia et Pontos ist auch motiviert. Ja, nur noch motiviert. Das ist das Problem. Achso, der wollte meine Brunnen vergiften. Hä? Der wollte meine Brunnen vergiften? Da ist doch überhaupt kein Spion weit und breit zu sehen. Dann, die sind ermutigt. Frieden verhandelt mit Aja. Fraktion vernichtet Persien. Fraktion vernichtet Trangianer. Oh, hier drüben scheint es ganz schön rund zu gehen. Fraktion vernichtet Syrakus. Na, zum Glück bin ich nicht in den Krieg gegangen mit Makedonien. Wäre auch schön blöd gewesen, weil mir dann alle anderen wahrscheinlich das Handelsabkommen und alles aufgekündigt hätten. Ist schon gut so. Ein Mann hat viele Du Gesichter, läufst jetzt mal weiter, viele weil mein nächstes Ziel ist Fußstapfen erlaubt. definitiv Kolchis hier Phasis einzunehmen. Wie kann ich euch noch helfen? Zu euren Diensten. Mach hier noch mal eine Kaff Es rein. ist eine große und glorreiche Sache, für unser Anliegen zu kämpfen. Überlege gerade noch mehr von diesen pontischen Schwertkämpfern zu rekrutieren. Was kostet mich die Hopliten? 127 pro Runde, die kosten mich nur 108 pro Runde. Das sind eigentlich. Ach, blöd, ich habe ja schon eine Kavallerie rekrutiert. Ja. Was ist denn hier jetzt so los? Eigentlich gar nichts mehr, das ist ja das Problem. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ihr seid doch auch keine schlechte Armee. Und die hier schicke ich dann auf jeden Fall noch mal in Tarsus vorbei, bevor ich die nach oben schicke, weil das habe ich mit denen jetzt versäumt. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Oder kann ich das noch nachholen? Tarsus ist aber Sidi Salamis, also muss ich doch bis nach Tarsus wieder runter, wenn ich das machen wollte. Was erst Sinn macht, wenn die Garnison wieder voll ist. Also diese Garnison haben wir ja gesehen, was sie kann. Sie kann keinem Widerstand standhalten. Ich repariere das jetzt, weil das dauert mir zu lang, bis das sonst von Mein Herr. automatisch wiederhergestellt wird. Denn ich würde gern mein Gehöft und so wieder ausbauen. Ihr wollt jetzt aber nicht Samosata einnehmen.
in Samosata hat eine scheiß Garnison, weil ich da noch nichts weiter gebaut habe. Hier rekrutiert. Okay, ich bin jetzt aber echt am Überlegen, ob ich einen Krieg wirklich mit Atropatene vom Zaun brechen soll. Die sind nämlich echt stark. Und ich habe hier unten keine weiteren Armeen. Und die hier sind Mist. Die zählen nicht als Armee. Die werde ich auch irgendwann mal noch auflösen und mindestens gegen Herband-Pikeniere ersetzen. Denn alles andere ist Quatsch. Was aber erst geht, wenn ich hier irgendwo noch eine Kaserne habe in der Region. Ein Spion ist da auch noch am Spionieren. Dann guck doch mal Richtung Susa. Was sich hier alles noch so rumtreibt. Im Dienst ist Ehre. Denn wenn ich hier diese zwei Städte noch schnell kriegen würde, vor allem Charax, hätte ich sogar da noch einen Zugang zum Roten Meer. Das wäre ja noch besser. Dann wäre ich praktisch im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und am Roten Meer vertreten, mit jeweils einem Hafen. Ich erwarte eure Befehle. Aber ich glaube, alles, was so da drüben ist, hasst eh hellenistische Kultur wegen den Seleukiden und deswegen lohnt sich da, glaube ich, gar nicht weiter vorzugehen. Was ist mit dem hier? Wie kann ich Pontus dienen? Der ist ja immer noch hier dabei. Die öffentliche Ordnung. Ja, wir haben plus 17, 3 durch Militär und plus 14 durch die Charaktere. Ja, und Charakter ist in erster Linie der, der das so erhöht. Bithynien, okay. Pergamon. Ist Pergamon im Clinch mit Rhodos? Pergamon ist im Krieg mit Athen. Okay. Ach, das war diese E-Schrottflotte. Wie sieht's denn hier aus? Wenn ich ihren Hafen schon mal sabotiere, dann habe ich eh sehr gute Chancen. Das heißt, ich mache jetzt auf jeden Fall mal die nächste Runde. Gott, ich habe so viel Geld. Was mache ich mit diesem ganzen Geld mal noch? Ägypten zieht wieder alles ab. Oh, jetzt kommt das königliche Skythien mit einer ziemlich guten Flotte da an. Jetzt haben die Kimmerer das eingenommen. Was soll das? Immer wenn ich Krieg führen will, ist diese blöde KI schneller. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag hegen. Ja, pass auf. Wir machen Frieden. Denn jetzt muss ich mich gegen Kolchis richten. Denn die haben jetzt die Stadt vor der Nase weggeschnappt. Oh, Massilia hat Verschleiß. Was Entwicklungsfokus? Mit eurer Macht wächst auch das Bedürfnis, eure militärischen Fertigkeiten und zivile Infrastruktur zu entwickeln. Was ist eurem Volk wichtiger? Militärische Entwicklung bringt 20% militärische Forschungsrate, 20% zivile Forschungsrate für 4 Runden. Da ich militärisch schon viel geforscht habe, wen habe ich denn jetzt angetroffen? Gott, wo sind die denn?
Und wie habe ich die angetroffen? Ach, die Nabatäer haben da eine Flotte runtergeschickt, okay. Dann habe ich das königliche Skythien getroffen. Die bei mir ja jetzt hier. Hoppala. Hier reinsegeln. Hoffentlich wollen die keine Invasion machen. Mesopotamien ist besorgt. Okay, aber das wird natürlich immer besser jetzt. Quartiermeisterbericht. Ich habe einen Frieden verhandelt. Mein Adeliger ist versiert. Welcher? Wie kann ich euch dienen? Der. Okay. Der ist versiert. Ich habe mein Zeug repariert. Ich habe eine versuchte Störung in Trapezos. Die Triballa sind vernichtet. Und Syrakus steigt wieder auf. Wo? Syrakus hat Syrakus zurückerobert. Sehr gut. Wie haben sie denn das geschafft? Ich könnte Syrakus natürlich... Bin ich mit denen jetzt noch verbündet? Mögen die mich noch? Ja, die mögen mich sogar noch, aber ich bin nicht mehr verbündet mit ihnen. Segne uns, Hermes, mit geschickten Zungen, damit wir durch gute Gespräche zu einer Einigung gelangen. Und da ihr bestimmt total pleite seid... Ich kann sowas von entbehren, die ganze Kohle. Aber ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll momentan. Ich bin unbedeutend. So. Ach, hier ist eh alles Schrott, okay. Die haben alles vernichtet. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann sabotier mir gleich die Armee. Sabotage, wie er befehlt, Herr. Ja, toll, der scheitert. Wie stark ist jetzt diese Armee da unten? Die sind jetzt bei 10 Einheiten. Das reicht eigentlich. Dann geh da mal hier runter. Dann werden die alle fortgebildet. Ihr seid eigentlich auch soweit in Ordnung. Lasst euch auch fortbilden. Geht wieder nach Antiochia. Bis mir was einfällt, was ich mit euch machen kann. Ich nehme jetzt hier mal die Abkürzung durchs armenische Gebiet. Denn Armenien habe ich ja militärischen Zugang. Da kürze ich also mal schnell ab. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier wirklich meine Grenze sichern soll oder ob ich hier aufpasse, was Gütchen da macht mit den Wilden. Warum habe ich jetzt hier so komplett schlechte öffentliche Ordnung? Geh du mal mit da hoch. Was kommt er denn bis hier? Leite mich. Ich könnte noch mehr tun, mein Herr. Weil hier die ganze Zeit dieser blöde... wie heißt er denn überhaupt? Mager von... Kolchis bei mir rumsteht und hier schlechten Einfluss verbreitet. Deswegen geht meine öffentliche Ordnung die ganze Zeit runter. Baust du hier die Kaserne hin? Also ich glaube, wir werden unser Geld doch gut wieder los. Würde ich jetzt hier mal einen großen Hafen bauen? Oder brauche ich da oben mal einen Schiffsbauer? Oder aber halt noch einen Nahrungshafen? Hier einen Nahrungsmittelhafen. Ja. Gut. Viel mehr können wir jetzt diese Runde nicht mehr machen. Und die nächste Runde zeige ich euch dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, sagt Fabi.